Warum ist Perfektionismus dein schlimmster Feind und manchmal dein bester Freund? Also neulich hat eine Kundin erst wieder zu mir gesagt, weißt du, eigentlich kriege ich das ja ganz gut hin und eigentlich bin ich auch sehr zufrieden, aber dann kommt er, der Endgegner Perfektionismus, und dann bin ich total blockiert und weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und da wusste ich muss noch mal ganz dringend ein Video über das Thema Perfektionismus machen. Und deshalb erfährst du heute, was verstehen wir eigentlich unter Perfektionismus? Warum ist der manchmal problematisch? Wann ist er eigentlich auch gut? Und vor allem, was kannst du persönlich tun? Wie immer findest du die Kapitel unten in der Videobeschreibung und ganz am Ende auch ein Hausaufgabenkapitel. Aber was verstehen wir denn unter Perfektionismus? Was bedeutet Perfektionismus, damit wir hier alle mal über dasselbe sprechen? Perfektionismus ist der unbändige innere Drang, alles makellos machen zu müssen. Dabei entsteht dann oft auch der Glaube, dass Fehler absolut inakzeptabel sind, weil sie entweder den eigenen Wert oder die Wertschätzung durch andere schmälern können. Dabei unterscheiden wir jetzt sozusagen ein bisschen fachlich, es gibt drei verschiedene Arten von Perfektionismus. Das erste ist der sogenannte selbstorientierte Perfektionismus. Da stellst du wahnsinnig hohe Ansprüche an dich selber und Fehler empfindest du oft als persönlichen Misserfolg. Also du bist der Meinung, wenn diese Wohnung hier nicht aufgeräumt ist, dann bin ich ein schlechter Mensch, ich bin unfähig, ich bin unorganisiert. Das ist absolut inakzeptabel. Ich bin nicht gut genug, weil ich kriege das nicht hin. Hier sieht es nicht perfekt aus. Es ist vielleicht aufgeräumt, aber es ist nicht perfekt. Ich kann eigentlich gar nichts. Das sind so, ist so dieser selbstorientierte Perfektionismus. Der zweite ist der fremdorientierte Perfektionismus. Da, das ist noch viel schlimmer fast, erwartest du Perfektion von anderen. Und das wiederum führt zu Konflikten. Siehst du auch beim Thema Ordnung wunderbar. Wenn du meinst, du musst deine Wohnung perfekt aufgeräumt haben, aber der Rest der Familie, den interessiert das überhaupt nicht. Die sagen, geh mir doch weg mit diesem perfekten Wahn. Es muss überhaupt nicht alles super perfekt sein. Es ist doch in Ordnung, so wie es ist. Dann führt das natürlich zu Riesenkonflikten. Und dann gibt es noch die dritte Art, das ist der sozial verordnete Perfektionismus. Und da glaubt man, dass die Gesellschaft, die Familie, der Arbeitgeber von einem fordern, dass man perfekt ist, obwohl das meistens gar nicht so ist. Das hinterfragt man dann nur nicht. Aber das ist eben der sozial verordnete Perfektionismus. Also das ist dieses Beispiel, du sagst, ich muss hier perfekt aufgeräumt haben, weil wenn ich Besuch kriege, was sollen denn die Besucher von mir denken? Was sollen denn die Leute von mir denken, wenn ich das hier nicht aufgeräumt habe? Ja. Die denken wahrscheinlich gar nichts, sondern die denken, hui, ist aber ordentlich bei mir zu Hause, sieht schlimmer aus. Also diese drei Arten von Perfektionismus haben wir jetzt erstmal am Anfang. Und warum ist das problematisch? Punkt Nummer zwei. Naja, es ist ganz einfach. Zum einen jagt dich dieses Riesenmonster Prokrastination auf Schieberitis. Viele Perfektionisten fangen mit Aufgaben gar nicht erst an, weil sie Angst haben, sie erledigen diese Aufgabe ja eben nicht perfekt. Das merkst du jetzt eben gerade beim Aufräumen, dass viele sagen, ich würde ja aufräumen, aber wenn ich es mache, dann schon richtig. Und wenn ich es dann bitte richtig machen möchte, dann brauche ich Zeit dazu und dann brauche ich die Muße dazu. Und nee, also wenn ich jetzt anfange, dann wird es garantiert nicht so perfekt, weil ich habe vielleicht auch nur eine halbe Stunde Zeit und nicht 2 Stunden, die ich ja eigentlich bräuchte, dass es perfekt wird. Also lasse ich es lieber liegen und vertage es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Also das so später. Wenn ich das später mache, dann kriege ich es auch perfekt hin. Das ist die ganz, ganz große Gefahr Nummer eins, die Prokrastination. Gefahr Nummer zwei ist eine Wahnsinnsversagensangst. Die Angst, Fehler zu machen. Die blockiert dein kreatives Denken und dein Handeln. Das sieht man ja eben auch ganz oft, wenn du sagst, ich muss hier eine Präsentation ausarbeiten, zum Beispiel für die Firma. Und dann sagst du, ey, das Ding muss perfekt werden, das Ding muss perfekt werden. Und dann sitzt du da eine halbe Stunde vor einer leeren Folie. Ja, dann ist das, also das ist dann alles, aber das ist erst recht nicht perfekt. Aber diese Versagensangst, dieses, oh Mann, ich mache da bestimmt jetzt 85.000 Fehler, die führt dazu, dass du viele Dinge eben auch gar nicht erst machst. Und da ist Perfektionismus einfach wahnsinnig gefährlich. Dann siehst du auch bei den Aufräumenden ganz oft,
ist eine Gefahr des Perfektionismus die ungesunde Selbstkritik. Perfektionisten an sich sind ihre schärfsten Kritiker und nehmen auch kleine Erfolge oft nicht wahr. Das kriege ich dann zum Beispiel auch bei Kunden mit. Wenn ich jetzt bei dir vor Ort bin und wir räumen zusammen aus und ich denke so, hey, guck mal, weißt du eigentlich, was wir hier schon geschafft haben? Und dann steht so der Perfektionist in dir mir gegenüber und sagt, ja, aber also wir haben jetzt vielleicht 4 Stunden lang aufgeräumt, aber also ich weiß auch nicht, ich sehe da noch keinen Erfolg. Deshalb mache ich zum Beispiel immer, wenn ich bei dir bin und bevor wir anfangen, ich mache immer Vorher-Nachher-Fotos. Weil viele brauchen dann diese Vorher-Fotos. Wenn wir fertig sind, dann gehe ich wirklich hin und sage, ja, guck mal, also jetzt schauen Sie mal. Ich habe hier Fotos gemacht, wie es vorher aussah. Das wird irgendwie verdrängt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und wenn man dann in dem Raum steht und sieht, oh, so sah das vorher aus, ja, dann sehen die schwarz auf weiß direkt nebeneinander, was habe ich eigentlich erreicht? Und das ist eben eine riesengroße Gefahr des Perfektionismus. Du bist wahnsinnig selbstkritisch. Und selbst wenn du kleine Erfolge erreicht hast, dann erkennst du die halt nicht an. Und Gefahr Nummer 4 ist natürlich die große Burnout-Gefahr, weil du durch diese ständige Überlastung einfach in Gefahr läufst oder dich ganz groß in diese Gefahr begibst, irgendwann unter die Räder zu kommen. Und du arbeitest und du arbeitest und du machst und du machst und du gönnst dir nie eine Pause. Und das ist eine der größten Gefahren überhaupt, des Perfektionismus. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, 3 kurze Beispiele. Wenn du zum Beispiel im Job sagst, ja, ich muss eben eine Präsentation ausarbeiten oder ich muss einen Vortrag vorbereiten und ich will, dass das Ding perfekt ist, dann wird diese Präsentation nie fertig werden, weil du sitzt an jedem kleinen Detail und dann müssen die Bilder aber absolut liniengenau, müssen da angepasst werden und es muss alles perfekt sein. Da kannst du dir echt selber ein Bein stellen. Oder im Privaten, du kennst es, wie auch gerade erwähnt, wenn du sagst, ich möchte eigentlich gerne Besucher einladen, aber so wie es hier aussieht, da kann ich niemanden reinlassen. Obwohl du übersiehst, dass es eigentlich schon echt reicht, es ist in Ordnung, aber für dich ist es halt noch nicht perfekt. Und weil es für dich nicht perfekt ist, sagst du, solange es hier nicht perfekt ist, kommt mir gar keiner ins Haus und dann werden da auf einmal Jahre draus. Und Beispiel Nummer 3, du hast vielleicht ein Hobby wie Malen oder Nähen oder Handwerken oder auch Backen zum Beispiel und dann gibst du dieses Hobby auf, weil die Weihnachtskekse, die jetzt gebacken werden, überhaupt nicht so aussehen wie beim Konditor oder beim Bäcker im Schaufenster. Die sind vielleicht zu 80% gut, aber nicht zu 100% und die schmecken vielleicht vorzüglich, aber sie sehen jetzt vielleicht nicht perfekt aus. Weil du aber gesehen hast, dass beim großen Backen im Fernsehen immer alles perfekt aussehen muss, hast du das Gefühl, nee, ach weißt du was, ich glaube, ich bin zu doof zum Backen, ich lasse es jetzt bleiben und dann backst du nie wieder. Was für eine Schande. Und egal wie negativ behaftet Perfektionismus ist, es gibt natürlich auch positive Seiten am Perfektionismus. Weil richtig eingesetzt kann das ein Werkzeug sein, das Qualität liefert und zwar hochwertige Qualität. Und dann kann Perfektionismus auch als ein Antrieb stehen für Kreativität, für Innovation. Jetzt sagst du eben zum Beispiel, ich habe diese Kekse gebacken und sie genügen nicht meinen Ansprüchen. Da fehlt noch irgendetwas und dann fängst du an nachzudenken und überlegst, also perfekt wären die, wenn da jetzt noch ein Hauch Zitrone zu schmecken wäre und vielleicht die Kruste ein wenig, wenn ich die jetzt noch mit Eiweiß bepinsel oder was weiß denn ich, ja. Und dann werden die Kekse perfekt und tada, du hast ein neues Rezept erschaffen. Und deshalb nenne ich dir jetzt auch mal 3 Beispiele. Es sind wirklich nur Beispiele, da gibt es ja unzählige. Aber wo ist Perfektionismus absolut richtig am Platz? Zum Beispiel Nummer 1, Musiker. Künstlerische Präzision. Wenn so ein Violinspieler oder Pianist oder was weiß denn ich was für ein Musiker, Jazz-Solospieler, whatsoever, der übt und übt und übt ein Musikstück, sein Instrument, damit er es wirklich perfekt beherrscht. Oder nimm Ludwig van Beethoven. Der hat seine Werke 180.000 Mal gefühlt überarbeitet, bis er wirklich zufrieden war. Und was haben wir heute davon? Wir haben wahnsinnige Sinfonien von Beethoven. Wir haben, wenn wir in ein Konzert gehen,
Also wenn selbst diese ganzen Popstars oder unsere großen Lieblingsmusiker, dein Lieblingsmusiker, stell dir mal vor, die würde halt nur von 10 Tönen würde die nur 8 treffen. Das ganze Konzert kannst du vergessen. Das wäre kein riesentoller Musiker. Also da ist Perfektionismus tatsächlich eine richtig gute Sache. Und zwar für alle. Dann ist Perfektionismus gut für Innovationen in der Technik. Perfektionistische Ingenieure. Die sorgen zum Beispiel dafür, dass das Flugzeug da oben nicht vom Himmel fällt. Also wenn die auch nur so sagen würden, ja, das passt schon irgendwie. Ja, dann also in das Flugzeug willst du dich nicht setzen. Man sollte jetzt zum Beispiel überlegen, ob meine Lieblingsfreunde von der Deutschen Bahn sich überlegen, oh, Perfektionismus wird völlig überbewertet. Du kannst froh sein, wenn der Zug überhaupt irgendwann ankommt. Ja, vielleicht sollte da mal ein bisschen mehr Perfektionismus herrschen. Oder man liebt ihn, man hasst ihn. Elon Musk, dem sagt man auch nach, dass er absolut perfektionistisch unterwegs ist. Das ist aber auch sein Anspruch, um mit diesen Firmen, der will da ja zum Mars fliegen und sonst was. Ja, wenn der sich hinsetzen würde und sagen würde, ja, baut die Rakete halt irgendwie, das würde nicht funktionieren. Habt ihr die letzte Landung gesehen von der Rakete, die wieder zurückkam? Der hat mittlerweile wieder verwendbare Raketen entwickelt. Also, wenn du da Ingenieure dran setzen würdest, die nicht ansatzweise so perfektionistisch wären, dann funktioniert das einfach nicht. Also für Innovationen in der Technik ist Perfektionismus absolut perfekt. Und das versteht auch jeder, Medizin und Forschung. Also jetzt überleg mal, du hast eine Herzoperation vor dir als Patient und der Chirurg, der würde sagen, ja, 80-20-Regel, jetzt schauen wir mal, dass 80% gut läuft und die letzten 20%, das fummeln wir dann irgendwie so zusammen. Nein, das funktioniert nicht. Also als Mediziner, ich war gestern bei einer Kundin, die ist Zahnärztin, die hat auch gesagt, also im Job, da will und muss sie Perfektionismus anstreben, anders funktioniert das ja gar nicht. Und deshalb kann in Berufen, wo es um Leben und Tod geht, jetzt beim Zahnarzt vielleicht nicht, aber wirklich so ein Chirurg, da kann Perfektionismus der Schlüssel zum Erfolg sein. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen Schlüssel zum Erfolg anbringen, und zwar ein Wort zum Sponsor des heutigen Videos. Jetzt kommt ein klitzekleiner Werbeblock. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht, dass ich letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr habe ich festgestellt, hatte ich mal eine Werbeeinspielung für diese Ohrstöpsel. Und ich habe Neuigkeiten für euch. Und zwar, ich zeige die euch nochmal. Es gibt die Firma Bulsen mit Doppel-L und die hat. Ich habe das hier mal vorbereitet. Ich halte es euch mal in die Kamera, wenn man das lesen kann. Das ist so ein Metalldöschen und das sind diese Ohrstöpsel dazu, ja? Und haben diese Ohrstöpsel, die sind aus Silikon und plastikfrei damit. Da wird kein Erdöl irgendwie verballert. Und ich werde es jetzt nicht so lang machen wie damals vor einem Monat. Die schraubst du dir dann so in die Ohren rein und dann hörst du keine tiefen Töne mehr. Dieses ganze Brummen von einem Kühlschrank oder wenn da draußen, ich habe zum Beispiel, wenn ich hier schlafe und dann habe ich das Fenster auf und es regnet, dann haben unsere Nachbarinnen so ein wahnsinnig nerviges Sonnensegel und das ist wie so eine chinesische Schlaffolter. Da tropft dann immer top, top, top der Regen drauf. Ich kann da nicht schlafen. Dann nehme ich mir diese klitzekleinen Ohrstöpsel von Bulsen, schraub mir die ins Ohr und dann ist Ruhe. Den Wecker am nächsten Morgen oder wenn mein Kind irgendwie nachts meint, wobei das ist seit Jahren nicht mehr vorgekommen, aber vielleicht hast du ja ein kleines Kind, Kindergeschrei, den Wecker, das hörst du alles noch. Also du musst keine Sorge haben, dass du mit den Dingern taub wirst. Aber was hat da jetzt Perfektionismus damit zu tun? Deshalb, das passt so wunderbar. Diese Firma hat sich gesagt, wir nutzen zwei neue Technologien, und zwar diese Augmented Reality, AR. Das heißt, du filmst da was mit der Kamera und dann schneidest du in dieses Video, werden Sachen eingeblendet oder reingeschnitten, die finden so gar nicht richtig statt. Plus diese KI-Technik, diese künstliche Intelligenz, was machen die damit? Du schickst denen ein Foto von deinem Ohr, also wirklich nur so geknipst, und dann erstellen die dir für dich maßgeschneiderte Ohrstöpsel. Und weil sie halt mit dieser künstlichen Intelligenz zusammen mit dieser Augmented Reality arbeiten, haben sie eben diese perfekte Symbiose geschaffen, zu sagen, ich habe für dich den perfekten Ohrstöpsel und zwar super kostengünstig.
Für mich, ihr wisst, ist die Nachhaltigkeit immer wichtig und die Firma Bolzen hat sich auf die Fahnen geschrieben, bis 2025, also bis nächstes Jahr, ein CO2-freier Betrieb zu sein. Es wird, wie gesagt, Silikon verwendet und kein Plastik, da ist kein Erdöl drin. Es ist frei von BPA, PVC, Weichmachern, Latex und Cadmium. Die versuchen, kurze Transportwege hinzukriegen, sodass dadurch CO2 eingespart werden kann. Und was ich euch ganz am Anfang gesagt habe, ich habe von diesen Ohrstöpseln einen Dreierpack bestellt und der hat jetzt tatsächlich ein Jahr gehalten. Also du kannst ein so ein Paar ungefähr 100 Tage lang tragen. Ich trage die jetzt ja auch nicht jeden Tag. Und dann halten die dir ein Jahr lang. Also wenn das mal nicht nachhaltig ist. Und das ist eben nur möglich, weil sich eine Firma auf die Fahnen geschrieben hat, ich möchte die perfekten Ohrstöpsel herstellen. Für dich habe ich jetzt ein besonderes Angebot, das gab es früher nämlich nicht. Und zwar gibt es neuerdings einen Rabattcode. Mit dem Rabattcode Angela10 erhältst du 10% auf alle deine Bestellungen auf der normalen Website. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Diese Firma bietet verschiedenste Ohrstöpsel an, also schau dir das einfach mal an, ob du schlafen willst, ob du schwimmen gehen willst, ob du keine Ahnung, was du alles damit machen möchtest. Hauptsache, du hast deine Ruhe. Und das finde ich absolut wichtig, dass da Perfektionismus herrscht, weil wenn ich mir Ohrstöpsel ins Ohr mache, so wie diese uralten Schaumstoff-Gummiteile da, nee, die dichten eben nicht zu 100% ab. Oder halt zu, was weiß ich, wie viel Prozent, die ja auch nicht zu 100, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann hast du irgendein Zeugs im Ohr stecken und kannst erst nicht schlafen. Und falls irgendetwas nicht passt, diese Firma bietet eine 40-Tage-Geld-Zurück-Garantie an. Also da, wie gesagt, finde ich den Perfektionismus absolut an der richtigen Stelle. Und jetzt kommen wir zu den Tipps, was du machen kannst, um Perfektionismus, den Bösen, zu besiegen. Ich habe ja gesagt, das Video lautet Endgegner Perfektionismus. Also rücken wir ihm auf die Pelle. Was kannst du konkret tun? Tipp Nummer 1. Setze Prioritäten. Also frag dich wirklich, und ich mache das exakt genauso. Frag dich wirklich immer wieder, was ist wirklich wichtig? Weil nicht jede Aufgabe braucht 100%. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal davon aus, dass du kein Arzt und Chirurg bist und dieses Video anschaust wegen Perfektionismusgefahr. Ich gehe davon aus, dass es dir wirklich darum eher geht, deinen Haushalt in Ordnung zu halten. Und dann frag dich, was ist wirklich wichtig? Du kannst zum Beispiel, habe ich überhaupt keinen Schmerz damit, wenn du sagst, meine Küche, mein Badezimmer, die sind bitte perfekt, weil ich brauche eine 100% hygienisch saubere Umgebung. Deine Abstellkammer, da musst du vielleicht die Fenster nicht alle 2 Wochen putzen. Vielleicht musst du da auch nur einmal im Quartal staubsaugen. Es ist in Ordnung, außer du hast eine Stauballergie. Was weiß denn ich? Ich persönlich habe das Dilemma so gelöst, dass ich sowohl bei mir als auch bei meinen Kunden immer sage: Pass mal auf, du darfst in jedem Raum eine Chaos-Ecke haben. Was heißt Chaos-Ecke? Bei mir im Kleiderschrank zum Beispiel ist es eine Schublade. In der Küche gibt es bei mir auch eine Schublade. Das ist absolut in Ordnung. Und in dieser Schublade, bei mir im Kleiderschrank, ist es die Sportklamottenschublade. Falte mal nach Marie Kondo-Art so eine Radhose mit Polster. Oder diese Fitnessstudio, ihr wisst, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, diese Gore-Tex, diese Tanktops oder wie man, also Sportshirts halt. Die sind aus so einem ganz weichen Stoffgedöns. Ja, die kann ich nicht nach Marie Kondo falten, die wubbeln mir da rum. Also ist meine Sportschublade die, wo ich sage, ja, schmeiß rein. Ich lege das zwar irgendwie zusammen, aber das passt schon. Dafür ist der Rest des Kleiderschranks perfekt. In der Küche genauso. Das Fach, wo die Schöpfkelle, die Gebäckzange, der Gurkenhobel, da sind dann noch irgendwelche Schaschlikspieße, da sind keine Ahnung, was da alles drin ist. Ja, der Schneebesen, das ist da so in diese Chaos-Schublade geworfen. Das ist in Ordnung. Der Rest der Küche ist super aufgeräumt. Aber diese eine Schublade ist in Ordnung. Also, Tipp Nummer 1, finde für dich heraus, was wirklich wichtig ist. Wenn du zum Beispiel im Job so eine Präsentation machst, dann kannst du dir auch sagen, okay, vielleicht ist der Anfang wichtig und das Ende ist wichtig. In der Mitte, da steigen die Leute eh irgendwie halb aus, ist dann nochmal wichtig, dass du da so einen Spannungsbogen oder
können da dann einfach mal Zahlen, Daten, Fakten kommen und es ist jetzt einfach nicht ganz so wichtig. Aber der Aufhänger muss stimmen und das Ende muss perfekt sein. So könntest du daran gehen. Tipp Nummer 2, übe dich in Unvollkommenheit. Es gibt Momente, da hast du kleine Fehler gemacht und die haben gar keine negativen Auswirkungen. Ich war neulich in Frankfurt und durfte einen Vortrag halten. Und als ich den vorbereitet habe, habe ich gedacht, ehrlich, also das ist jetzt echt nicht perfekt. Ich würde da eigentlich gerne noch das sagen und das sagen und das sagen, aber jetzt weiß ich auch nicht. Also ich wusste dann wirklich, ich habe richtig gemerkt, wie ich dir vorhin gesagt habe, diese Kreativblockade. Ich so, ja, soll ich jetzt so, soll ich jetzt so, so, ich weiß nicht. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, ehrlich, ich schmeiß jetzt 2 Drittel dieses Vortrages raus oder es war gut die Hälfte. Ich habe wirklich nach der Hälfte der Präsentationsfolien alles gelöscht und habe gesagt, ich mache einfach in der Hälfte Schluss. Und ich werde, wenn ich bei dem Vortrag stehe, entscheiden, während ich dort so rede, im laufenden Prozess, werde ich entscheiden, ob an dieser Folie Schluss ist oder ob ich jetzt noch irgendetwas länger erzähle. Und was ist passiert? Ich habe tatsächlich den Vortrag nur so gehalten, wie ich es dann vorgehabt habe, diese paar Folien, das waren dann irgendwie 7 oder 8. Aber das war perfekt, weil vor mir war ein anderes Pärchen mit Sprechen dran. Und die haben ihre Zeit überzogen und zwar schon um einiges. Das heißt, wenn du da von 30 Minuten Zeit sprichst und 10 Minuten überziehst, ich war ja himmelsfroh, dass mein Vortrag dann 20 Minuten ging statt 30. Und damit war das ganze Ding gerettet, weil ich gesagt habe, nee, das muss jetzt nicht perfekt sein. Der erste Teil, der muss perfekt sein. Der muss sitzen, aber was danach kommt, das sehen wir dann mal spontan lockerflockig. Und es war perfekt. Die Leute haben gedacht, super geiler Vortrag, passt genau. Also übe dich in Unvollkommenheit. Lerne, wenn du mal kleine Fehler gemacht hast und ist jetzt arg schlimm? Du, die Welt dreht sich immer noch. Tatsache. Dann Tipp Nummer 3. Wie besiegst du diesen Endgegner Perfektionismus? Setze realistische Ziele. Ich sage jetzt nicht, dass du nicht groß denken sollst. Ich sage nicht, dass du nur ganz kleine Ziele haben sollst. Ich sage aber, dass deine Ziele durchaus erreichbar sein sollten. Weil Perfektionisten, die neigen gerne dazu, sich Ziele zu setzen, die sie nicht erreichen. Und dann bist du nämlich wieder ganz schnell bei der Prokrastination. Ja, wenn ich das Ziel gar nicht erst erreiche, dann fange ich gar nicht erst an. Deshalb setz dir realistische Ziele. Das ist auch wieder ein bisschen am Anfang dieses, was ist eigentlich wichtig? Setz dir realistische Ziele, weil nur dann kannst du sie erreichen. Die kannst du ja möglicherweise auch perfekt erreichen. Haha, also du kannst deinem kleinen Perfektionismus-Tier in dir sagen, du, wir machen das schon perfekt, aber wir gehen nur bis dahin und nicht bis dort. Aber bis dahin ist perfekt, alles gut. So schaffst du es, deinen Endgegner ins Boot zu holen und aus dem Gegner einen Freund zu machen. Dann Tipp Nummer 4, feier wirklich die Erfolge, auch die kleinen. Ich sag's immer wieder, belohn dich. Weil Perfektionisten neigen dazu, ja, wenn ich dann das große Ziel erreicht habe, dann belohne ich mich. Nein, belohn dich schon zwischendurch bei diesen kleinen Zwischenzielen. Das ist dann auch so eine Kombi. Sag mal deinem Perfektionismus-Endgegner, du pass mal auf, wir machen folgenden Deal. Wir werden von den geplanten 8 Schritten 5 umsetzen. Die werden wir auch perfekt umsetzen. Und nach jedem dieser Schritte wird es eine klitzekleine Mini-Belohnung geben. Und nach 5 Schritten meinetwegen eine Riesenbelohnung. Aber die letzten 3 Schritte, die tut mir leid, die müssen wir streichen. Oder du streichst vielleicht 2 in der Mitte oder wie auch immer. Verstehst du, was ich sagen will? Feier deine kleinen Erfolge, das tut dir gut. Und das tut auch dem Perfektionisten in dir gut. Weil der darf ruhig merken, du hast da was gut gemacht. Und dann ganz wichtig, Tipp Nummer 5, lerne Aufgaben abzugeben. Nicht alles muss in deiner Verantwortung liegen. Ich weiß, das ist einer der schwierigsten Punkte, weil das ja auch gerade im Haushalt so ein Ding ist. Ja, okay, ich muss jetzt abgeben. Ab jetzt soll mein Kind dafür sorgen, dass der Müll runtergetragen wird. Und dann macht das Kind es nicht.
Und dann kommt dein innerer Monk und sagt, ey, der Müll, der quillt jetzt über. Das hat dann aber nur bedingt was mit Perfektionismus zu tun. Das hat was mit Regeln, mit Wertschätzung, mit Gleichberechtigung zu tun, aber nichts mit Perfektionismus. Perfektionismus ist, wenn dein Kind tatsächlich dann seine Aufgabe erledigt und es hat den Müll runtergebracht und der Papierkorb wurde vielleicht nicht extra ausgewischt und entstaubt, sondern der Papierkorb wurde einfach nur geleert und da wieder hingestellt. Das ist in Ordnung. Das Kind muss nicht den Papierkorb irgendwie noch extra auswaschen, staubsaugen, reinigen, whatsoever. Der wird eh wieder schmutzig. Das ist falscher Perfektionismus. Deshalb lern das, Aufgaben abzugeben. Das wäre auch, also das ist auch die Kombination mit diesem, was passiert, wenn kleine Fehler geschehen. Ja, und dann hat das Kind den Mülleimer nicht extra ausgewaschen und dann landet da in einer Woche wieder Papier drin und in der nächsten Woche wird er wieder ausgeleert. Und jetzt? Wo ist das Problem, dass der nicht ausgewaschen wird? Ich rede hier nicht vom Biomüll. Den sollte man möglicherweise auch ab und zu mal putzen. Aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Lerne, Aufgaben abzugeben und dabei ist, also mir persönlich hilft immer, wirklich unterscheiden, was ist nur dir wichtig und was sind wirklich wichtige Aufgaben. Weil es gibt auch Aufgaben, gerade auch bei den Selbstständigen und bei den Geschäftsführern, die sind halt echt wichtig. Und wenn die nicht perfekt gemacht werden, dann ist es schon arg blöd und es gibt auch eine blöde Konsequenz. Also alles, was mit dem Thema Fristen zum Beispiel zu tun hat. Wenn du das Thema hast, du hast zum Beispiel in deiner Familie, ihr habt ein Schreiben gekriegt von irgendeiner Versicherung oder von irgendeinem Amt und da gibt es eine Deadline. Und jetzt sagst du, naja, die Angela hat gesagt, ich soll die Aufgaben abgeben, also das soll jetzt mein Mann machen, da bin ich ja mal gespannt. Und dein Mann verdaddelt diese Frist, dann ist echt blöd. Da gehe dann ich hin und sage, naja, lass den lieber andere Aufgaben machen, aber das ist dir persönlich wirklich wichtig, also kümmer du dich auch drum. War bei meinem Ex-Mann so, der hat lieber Mahngebühren bezahlt. Ich habe gesagt, wieso bezahlst du die Mahngebühren? Der hat immer gewartet, bis die erste oder zweite Mahnung kam. Habe ich nicht verstanden. Dann habe ich irgendwann gesagt, dann kümmere ich mich um die Zahlungsausgänge, weil ich habe keinen Bock auf Mahngebühren. Und jetzt, das waren jetzt ja mal so die allgemeinen Tipps, wie kannst du diesen Endgegner besiegen? Jetzt kommen die speziellen Angela Ludwig Hausaufgaben für dich. Was heißt das konkret? Also was kannst du jetzt oder heute Abend oder wann auch immer du dieses Video schaust, tun? Ganz, ganz konkret. Punkt Nummer eins, was du wirklich machen solltest, ist, setz dich abends hin, nimm dir ein leeres Heft, eine leere Kladde, ein leeres Notizbuch und beginne, sofern du das nicht schon machst, dein Erfolgstagebuch. Schreib dir mal jeden Tag auf, 3 bis 5 Punkte, was du heute gemacht hast und erreicht hast und erschafft hast, dass du da auch einfach mal stolz drauf sein kannst. Egal, ob das Ding jetzt perfekt war oder nicht, aber realisier mal und schätze dir auch selber Wert, also wirklich bring dir selber deine Wertschätzung bei, was du alles erreicht hast. Dieses Erfolgstagebuch ist absolut wichtig und hängt damit zusammen. Und jetzt Punkt Nummer zwei, was machst du gleich als nächstes? Jetzt machst du mal was Neues. Du kannst ja entweder in dein Erfolgstagebuch schreiben oder du nimmst eine extra Seite, wie auch immer du das machen möchtest. Schreib darunter einen Fehler. Führe sozusagen parallel ein Fehlertagebuch. Schreibe täglich einen Fehler auf, den du gemacht hast oder eine Sache, die nicht perfekt war. Und jetzt aber ganz wichtig, jetzt schreibst du noch dazu, was trotzdem gut gelaufen ist. Also diese Kombi Erfolgs- und Fehlertagebuch, die ist in dem Fall wirklich wichtig, weil du kannst aufschreiben, was lief alles super gut. Und dann kannst du aufschreiben, ja, ich habe einen Fehler gemacht, Komma. Aber es hat trotzdem funktioniert. Oder vielleicht kannst du auch sagen, ich habe einen Fehler gemacht, das war richtig doof. Ich merke mir, das scheint eine Sache zu sein, die ist wirklich wichtig. Ja? Aber lern das mal ein bisschen zu unterscheiden und reflektiere das. Punkt Nummer drei, ab heute kannst du dir eine sogenannte, ich nenne es mal eine Fehlerquote festsetzen. Also du weißt ja dieses 80-20-Prinzip, ja? Wenn du 80% perfekt gemacht hast, dann müssen die letzten 20% nicht auch noch perfekt gemacht sein, außer du bist der Herzchirurg.
weil du meistens für die letzten 20% 80% der kompletten Zeit benötigst. Also wenn du 100% Zeitslot hast, dann schaffst du in 20% der Zeit 80% zu erledigen und die restlichen 20% zu erledigen. Dazu brauchst du die restlichen 80% der Zeit. Also frag dich einfach, wie hoch ist deine Fehlerquote? Vielleicht liegt sie auch bei 50-50 oder bei 60-40 oder wie auch immer. Plakatives Beispiel, du hast 8 Schubladen in der Küche und jetzt sagst du dir, okay, wenn 6 von den Schubladen perfekt sind, dann ist das okay. Ich habe eine Quote 6 zu 2 oder meinetwegen 7 zu 1. Wenn 7 Schubladen perfekt aufgeräumt ist, in Ordnung, aber die eine, die muss nicht perfekt sein. Und das kannst du in allen Bereichen deines Lebens anwenden. Und da gehört auch Tipp Nummer 4 dazu. Hausaufgabe Nummer 4, lerne zu definieren, was gut genug ist. Also überlege dir ab heute, wenn du vor einer Aufgabe stehst, okay, damit die Aufgabe gut ist, nicht perfekt, sondern gut, was ist das minimale Ergebnis? Also was muss ich mindestens erreichen? Du erinnerst dich an mein Beispiel mit dem Vortrag. Ich habe gewusst, ich muss mindestens 5 Folien haben, die sind perfekt. Also unter 5 Folien brauche ich gar nicht erst anfangen. Ich hatte dann 8 Folien, habe ich gesagt, 7 oder 8 oder irgend sowas. Aber der Mindeststandard für mich, ich hatte da keine Vorgaben, waren diese 5 Folien. Die wollte ich, dass die perfekt sind. Und das kannst du ab heute jedes Mal, wenn du eine Aufgabe hast und überlegst, oh ja, wenn du schon wieder sagst, ja, ich möchte den Kleiderschrank ausmisten, der muss dann aber echt perfekt sein, dann überlege dir, was muss denn mindestens gemacht werden, dass du wirklich sagst, also mindestens möchte ich die Unterwäsche, die Sockenschublade, die Sportschublade und was weiß ich, wenn ich die eine Kleiderstange, ist nicht ganz so dramatisch, aber mindestens das, also dann wäre es schon gut genug, dann bin ich zufrieden, ist in Ordnung. Das ab heute bei jeder Aufgabe, die du zu erledigen hast, ist auch völlig egal, ob das im Job oder zu Hause ist. Dann auch ab heute, vergleich dich durchaus mal bewusst mit der Realität. Heißt auf gut Deutsch, wenn du eine Aufgabe hast und du denkst so, ach, das ist jetzt nicht perfekt, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Dann überleg dir mal, wie das wäre, wenn das jemand anders wäre. Also du kommst jetzt bei jemand anderem in die Wohnung, du schaust dir bei jemand anderem den Kleiderschrank an, du schaust dir bei jemand anderem die Küche an und die würde so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Da würdest du höchstwahrscheinlich sagen, ja gut, ja, da ist es, das ist schon in Ordnung. Und da darfst du dich durchaus ab und zu mal ein bisschen vergleichen, dass du sagst, naja, vielleicht, wenn ich bei dem anderen sage, dass das in Ordnung ist, wenn ich bei dem anderen sage, ja, ja, die Präsentation, die kann man so machen. Wenn dich jemand fragen würde, du, das ist meine Präsentation, was würdest du noch ändern? Wenn du da dann sagen würdest, also eigentlich finde ich dies okay so, das ist in Ordnung. Dann darfst du dir diese Grenzen selber ja auch setzen. Also dann darfst du dich selber auch fragen, vielleicht ist es dann für mich auch in Ordnung. Und dann den letzten Punkt, kannst du natürlich auch gerne Affirmationen nutzen. Der Klassiker, dass du dir jeden Tag wirklich Sachen sagst wie, ich darf Fehler machen und ich kann trotzdem erfolgreich sein. Viele Menschen denken, nee, also meine Wohnung das oder mein Job oder ich persönlich, ich bin nur erfolgreich, wenn ich perfekt bin. Nee, du kannst auch erfolgreich sein, wenn du nicht perfekt bist. Das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil. Es gibt ja den berühmten Spruch, besser getan als perfekt. Wenn dein Perfektionismus nämlich voll zuschlägt, dann machst du viele Aufgaben gar nicht und du fängst sie auch gar nicht erst an. Und damit bist du schlechter bzw. viel, viel weiter hinter denen, die wenigstens angefangen haben und die Aufgabe erledigt haben. Auch wenn sie nur mittelmäßig ist, aber die sind weiter als du, der gar nicht angefangen hast. Das wäre die letzte Hausaufgabe. Und damit kommen wir zum Abschluss und ich kann dir nur eins mitgeben. Du bist gut, so wie du bist. Fehler machen gehört zum Wachsen dazu. Und es gibt so verschiedene berühmte Persönlichkeiten, die ungefähr irgendwie sowas gesagt haben wie Erfolg lernt man nicht aus dem, was gut läuft. Erfolg lernt man nur durch Fehler oder irgendwie so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie dieses Zitat ging. Perfektionismus kann gut sein. Lerne das zu unterscheiden. Wenn du jetzt ein Chirurg bist oder eine Zahnärztin, meinetwegen, dann ist Perfektionismus gut. Du allerdings
lebst in einer Wohnung, die kein medizinischer Reinraum ist. Es muss in deiner Wohnung nicht so steril wie in einem Herz-OP-Saal sein. Du lebst so, wie du lebst, und das ist okay. Zu 20%. 80% dürfen ja gerne perfekt sein, aber du darfst 20% in deinem Haushalt haben, die sind nicht, die sind, und vielleicht sind es für den anderen 30%. Es ist doch in Ordnung. Es ist dein Haus, deine Wohnung. Und schreib doch jetzt einfach mal in die Kommentare, das würde mich und die anderen super interessieren. Was ist denn deine größte Perfektionismusfalle? Oder womit hast du das größte Problem? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag. Ich hoffe, dass du diesen Endgegner damit ein für alle Mal wirklich so ein bisschen in Schach halten kannst oder sogar womöglich besiegen kannst. Vielleicht hat es ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Klick gemacht. Und wenn dir dieses Video wirklich weitergeholfen hat, dann freue ich mich immer über ein Super Thanks. Das ist eine besondere Unterstützung und ein Zeichen der Anerkennung für meine Arbeit hier auf YouTube. Und wenn du mehr Tipps rund um das Thema Ordnung und Organisation haben möchtest und diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass gerne ein Abo da. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag. Denk an diesen Rabattcode bei den Ohrstöpseln und bis zum nächsten Video. Perfektionismus ist der unbändige innere Drang, alles makellos zu machen. Perfektionismus ist der unbändige innere Drang, alles makellos machen zu müssen. Und große Gefahr Nummer 4 ist natürlich die Burnout-Gefahr, weil durch diese ständige Dauerüberlastung führt es einfach dazu, und Punkt Nummer 4 ist natürlich die Burnout-Gefahr, weil durch diese ganz große, und Gefahr Nummer 4 ist eine Burn, und Gefahr Nummer 4 ist natürlich die große Burnout-Gefahr, weil du durch diese ständige Über, und Gefahr Nummer 4 ist natürlich die große Burnout-Gefahr.